Nachhinein vorwerfen müssen, blieb da doch die letzte, als sie in den Spiegel sah. Guten Morgen, ich nehme euch wieder eine Runde mit. Es wird ein bisschen stressig heute und zwar muss ich jetzt gleich zum Chirurgen. Dem Lissandro ist ja ein kleiner Unfall passiert, also er hat sich den Mittelhandknochen gebrochen, sodass wir jetzt nochmal zum Arzt müssen, der das Ganze nochmal röntgt, um zu schauen, wie das verheilt ist. Die haben uns das im Krankenhaus leider irgendwie total blöd eingegipst, also das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Gott sei Dank ist mir das aufgefallen und jetzt gehen wir nochmal zur Untersuchung und heute Abend um 7:30 habe ich tatsächlich nochmal einen Arzttermin und zwar mit dem Liam und es ist auch so krass, dass ich da so spät noch einen Termin bekommen habe, was eigentlich ganz gut passt, weil ich dann nach der Arbeit noch hinfahren kann. Jedenfalls nehme ich euch eine Runde mit. Ich habe nämlich auch noch überlegt, euch einen richtig coolen Tipp zu geben heute in diesem Video. Und zwar ist es vielleicht was für Weihnachten schon. Ja, so als kleinen Geschenktipp heute mal. Und zwar geht es um die App Nextory. Aber mehr dazu im Video. Ich habe dazu auch einen tollen Link. Da könnt ihr nämlich das ganze 30 Tage kostenlos testen. Aber wie gesagt, mehr dazu im Laufe des Videos. Ich mache mir tatsächlich auch schon Gedanken um Weihnachten, wie das alles so wird, ob wir nach Italien fahren zu meiner Mama, ob meine Mama hierher kommt. Also alleine kann ich sie auf gar keinen Fall lassen. Ich denke, das ist auch klar. Und da schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall steht Weihnachten wieder mal vor der Tür. Ziemlich plötzlich, wie immer. Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ja, naja, vielleicht ist ein kleiner Tipp auf jeden Fall heute in diesem Video mit dabei für euch. Ich nehme euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! So, jetzt habe ich nichts vergessen. Also Arztbrief ist da, CD ist da und hier ist übrigens das eine Röntgenbild aus dem Krankenhaus. Die haben da so einen Quatsch gemacht, also ich habe mich total geärgert. Gott sei Dank ist es mir aufgefallen, ich bin dann gleich nochmal ins Krankenhaus. Also eigentlich hatte ich beim Kinderarzt angerufen, aber die haben gesagt, nee, sie müssen dahin, wo es gemacht wurde. Also ich renne nicht wegen jeder kleinsten Kleinigkeit ins Krankenhaus, hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Jedenfalls war das nicht so gut, was die da gemacht haben. Mamas haben da ja immer so ein Auge für. Ja, uns fällt halt sowas auf. Und Gott sei Dank war ich dort, wirklich Gott sei Dank. Und jetzt fahren wir, wie gesagt, nochmal zum Röntgen und schauen mal, was jetzt dabei rumgekommen ist. Das ist natürlich total ärgerlich. Es ist Gott sei Dank, sagen wir mal, Glück im Unglück, die linke Hand, also er kann mitschreiben und so weiter, weil das Ganze sich jetzt über 4 Wochen zieht. Also sehr, sehr lange und wenn er 4 Wochen jetzt in der Schule nicht mitschreiben könnte, wäre das ein bisschen blöd. Ja, naja, gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fahre jetzt zum Arzt und dann erzähle ich euch, was dabei rausgekommen ist. Ja, so machen wir es. Ich habe jetzt den Lissandro von der Schule abgeholt. Der sollte heute Morgen auf jeden Fall noch 2 Stunden reingehen. Und wir holen uns jetzt noch was in der Stadt. Vielleicht ein Hörnchen. Und dann schauen wir mal, was, wie gesagt, die Röntgenaufnahmen sprechen. Wir sind wieder zurück. Und ich kann es gar nicht glauben, was mir der Arzt gerade gesagt hat. Ich bin echt total sauer. Also ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich erzähle euch gleich drüber. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Und berichte euch von meiner ersten Idee zu einem Weihnachtsgeschenk. Und zwar verwende ich schon seit einiger Zeit eine neue App auf meinem Handy. Und zwar nennt die sich Nextory. Das ist so, so cool. Ihr habt die Möglichkeit, ganz bequem von überall aus Bücher anzuhören und zu lesen, unbegrenzt. Das ist richtig, richtig cool. Ich lese eigentlich richtig gerne. Ich habe früher so viele Bücher gelesen, aber jetzt fehlt mir wirklich die Zeit. Vor allen Dingen abends bin ich so kaputt und das geht gar nicht mehr. Mittlerweile mache ich es einfach so, dass ich, wenn ich zum Beispiel den Haushalt mache, das mitlaufen lasse oder wenn ich mit der Bella draußen bin und spazieren gehe, dass ich mir Kopfhörer reinmache und ja, mein Hörbuch höre, was richtig viel Spaß macht. Es ist so entspannend und ich bin jetzt auch wieder so voll mit dabei, was Lektüre betrifft. Also es hat mir schon sehr gefehlt, muss ich sagen. Im Moment höre ich ein sehr leichtes Buch, also Hörbuch. Marina, Marina nennt sich das. Das hat mir einfach gefallen, rein von der Rezension, die ich so gelesen habe, weil es halt in Italien spielt und ja, es hat mich an einiges erinnert. Diese Nachricht hatte, auch wenn sie darüber nur ungern nachdachte, vieles verwandelt. Was sie sah, wenn sie morgens in den Spiegel blickte,
wie sie ihr Leben mit Carlo empfand, zwischen Zuhause und Frisiersalon. Meine Kinder sind da auch mit angemeldet. Ihr könnt nämlich auch ein Familienabo abschließen. 2 bis 4 Nutzer können das Ganze dann nutzen. Ihr habt dann auch immer einen Überblick, was eure Kinder lesen. Ihr könnt es einstellen. Ihr könnt mit euren Kindern oben das Thema eingeben, was ihr zum Beispiel gerne lesen möchtet oder hören möchtet eben. Und habt da auch immer Zugriff drauf. Also ihr seht, was die Kinder da lesen. Meine Jungs lesen im Moment eins von jemandem, der ein ganz witziges Video gemacht hat über Homöopathie. Da drüben stehen die Kügelchen, ja. Der Moritz hat mich auf das Video gebracht und auf den jungen Mann. Und dieses Buch lesen sie gerade. Und ja, wie gesagt, ich finde es total spannend. Ihr könnt das Abo auch jederzeit kündigen. Also macht euch da keine Sorgen. Ihr habt unbegrenzt die Möglichkeit, Bücher eben zu lesen oder zu hören. 100.000 Bücher gibt da in der Bibliothek und es ist auch total einfach, das Ganze runterzuladen. Also ihr geht quasi in den App Store, schaut nach oder eben bei Google Play heißt es, glaube ich, bei Samsung und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen, total easy und ich bin total glücklich, dass ich das habe. Vielleicht ist es eben auch was für euch zum Verschenken, vielleicht als kleiner Geschenktipp. Es gibt auch ganz viele verschiedene Sprachen, zum Beispiel eben Deutsch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch. Und ihr sucht zunächst das Format aus, also ihr wählt es aus und dann könnt ihr entweder das Hörbuch anklicken oder eben die E-Books oder dann eben beides. Dann sucht ihr die Sprache aus und dann könnt ihr schon loslegen. Nicht wundern, ich sitze hier auf einer Matratze, die hatten wir eigentlich fürs Trampolin von unten geholt. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, hatte ich euch auch in dem Blog erzählt. Und jetzt spielt der Liam hier immer total süß, deswegen liegt die hier, also nicht wundern. Ja, vielleicht ist es eine Idee für euch. Vielleicht wollt ihr sowas gerne mal verschenken an eure Lieben. Also ich finde, es ist eine richtig gute Idee. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich es habe. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in die Küche und bereite was vor für meine Jungs, weil die jetzt Hunger haben. Und dann erzähle ich euch, was der Arzt gesagt hat. Und im Anschluss darf ich ja zum nächsten Arzt. Ja, wie gesagt, das war und ist heute ein bisschen eine Rennerei für mich. Aber ist nicht schlimm. Geht alles, ne? Also für meine Kinder gibt es Hähnchenbrustfilet, da ist das Fleisch, Gemüse habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe hier den Salat, wollte ich euch mal zeigen, schaut mal. Aber meine Freundin meinte, das wäre jetzt im Moment wohl normal. Nicht so schön, ne? Also die Blätter wasche ich dann noch und verwende ich auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt hier auch schon alles vorbereitet, Paniermehl, Mehl, Eier, Balsamico-Dressing ist klar und Salz und meine Teller. Und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal durch. Ich habe hier schon Olivenöl rein in meine liebste Pfanne von Mulex und das Fleisch schneide ich zurecht. Also da ist ja das Hähnchenbrustfilet noch im Ganzen und ich schneide dann immer ganz feine Filets, weil meine Kinder das ganz dünn mögen. Ja, Begeisterung. Das ist meine liebste Arbeit. Nicht. Wenn ihr euch ein bisschen Parmesan noch reinreibt, dann habt ihr eine schöne knusprige Panade. Richtig lecker schmeckt das. Für uns gibt es Nudeln. Wer hätte es gedacht? Ich habe jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Das Rezept mache ich. Und zwar gehe ich jetzt hier auf mein Gerätchen. Und zwar heißt das indische One-Pot-Pasta. Jawohl. So, wir starten durch. Ich habe Hunger. Oh Mann, echt schlimm, wenn man so lange wartet. Hier noch Salat gemacht, Kopfsalat. Und los geht's. Da bin ich wieder. Ich bügel jetzt eine Runde im Fresskoma. Die Jungs sind satt geworden, ich auch. Ich hatte allerdings einen kleinen Fehler gemacht bei den Nudeln. Egal. Ja, weil immer alles so schnell gehen muss. So, ich wollte euch ja noch von der Geschichte erzählen, ja, mit dem Arzt, was da heute passiert ist, beziehungsweise was da rausgekommen ist. In der Zwischenzeit warte ich mal, dass mein Bügeleisen warm wird. Ich habe nämlich einen Bügelberg des Grauens. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Also, und zwar hat sich der Lissandro ja den Mittelhandknochen gebrochen. Und deshalb waren wir auch im Krankenhaus. Das Ganze wurde eingegipst. Okay, es gibt übrigens nicht mehr die alte Methode mit dem Eingipsen, sondern jetzt gibt es was ganz Neues. Also es kommt nur eine Schiene drum und naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich plötzlich gemerkt, dass Lissandros Hand total dick wurde, richtig blau. Und ich habe mir dann gedacht, na, also da stimmt doch was nicht. Das kann doch so nicht richtig sein.
Und deshalb habe ich beim Kinderarzt angerufen und die meinten aber, wir sollen nochmal ins Krankenhaus gehen zu dem Arzt, der das quasi veranlasst hat, der das gemacht hat. Also gut, dann haben wir das gemacht und dann haben die diese Schiene runter und Lissandros Hand ist plötzlich total schwer geworden. Und dann musste er die mit der anderen Hand festhalten. Also es war richtig schlimm. Die haben das irgendwie falsch angebracht. Ganz komisch war das. Naja. Gut, und heute hatten wir ja den Termin zum Röntgen. Den haben wir ja sowieso vorher schon ausgemacht gehabt. Es ist jetzt so, dass das Ganze nicht gut zusammenwächst. Ja. Hat er gesagt, ja, war das mal ab, das Teil? War der Gips mal ab? Also wir haben nichts abgemacht. Dann habe ich kurz überlegt, sag ich, ja Moment, im Krankenhaus war der Gips ab. Ah ja, sagt er, daran wird es wohl gelegen haben. Sagt man das so? Gelegen haben? Keine Ahnung. Deutsch, ich reg mich innerlich gerade so auf, weil das nicht in Ordnung ist. Das Problem ist nämlich jetzt folgendes, dass der Chefarzt kam, als wir im Krankenhaus waren und es im Raum stand, ob operiert wird oder nicht. Und dann kam der Arzt und meinte, okay, wir müssen nicht operieren. Ist uns natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. Und der Arzt jetzt beim Röntgen, der meinte, also wenn es in 10 Tagen nicht gut aussieht, dann müssen wir operieren. Jetzt hoffen wir mal das Beste, ne? Weil das geht gar nicht. Also ich reg mich auf und ich hoffe natürlich, dass da jetzt nichts operiert werden muss. So, so viel zu der Geschichte des Tages. So viel zur Geschichte. Ich bügel jetzt mal eine Runde und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Ich muss jetzt Gas geben. Tja, so sieht's aus hier im Puppenhaus. So, also meine Lieben, schaut mal, was ich bekommen habe von meiner Freundin. Oh mein Gott, wie schön sind bitte diese Blumen. Womit habe ich das verdient? Wie schön sind die bitte? Die hat sie mir vorbeigebracht und, jetzt Achtung, mach das hier. Ich habe mich da so doll drüber gefreut. Also zum einen ist auch was für den Liam drin, und zwar Rutschsöckchen, Luftballons. Und jetzt Achtung, ganz viele Duplos. Oh mein Gott, ich liebe Duplos. Tee ist noch drin gewesen, dann noch Schnuller für den Liam. Und jetzt, Achtung, alle, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt. Etwas fürs Gesicht, was ihr jeden Morgen drauf habt. Masken sind drin, und zwar neue von DM. Die hier, die und noch einer, die hier. Das hat sie alles total schön verpackt. Da ist auch noch ein Band mit drin. Dann Kaugummis, die liebe ich auch. Die habe ich immer im Auto. Richtig, richtig schön. Ich habe mich da heute so, so doll drüber gefreut. Vielleicht eben auch, weil ich so, ja, enttäuscht war über diese Arztgeschichte und so weiter. Ne? Also ich habe da natürlich voll Angst um mein Kind, ist, denke ich, ganz klar. Ja, aber gut, es kann passieren. Alles gut. Den hat übrigens der Liam bekommen vom Arzt. Ist der nicht süß? Da musst du auch lachen, Nelly. Schaut mal, mit so einem Teil hier vorne. Das ist quasi ein Bärchen als Arzt. So. Süß. Total goldig. Ach, und übrigens, es sind auch noch Teile angekommen, um das Haus kindersicher zu machen. Und zwar diese Teile für die Steckdose. Ich glaube, das sind ein bisschen zu wenig, oder? 20 Stück habe ich bestellt. Also wenn ich dann auch noch die Kinderzimmer mitrechne, er ist ja auch manchmal bei seinen Brüdern logischerweise, dann müssen wir schon jetzt echt total aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, okay, meine Lieben, also dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt mal an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Vergesst nicht, euch die App Nextory runterzuladen. Mit dem Link in der Infobox habt ihr die Möglichkeit, das Ganze eben 30 Tage kostenlos zu testen. Womit ihr ganz, ganz viele und tolle Bücher lesen könnt, beziehungsweise Hörbücher habt.
unbegrenzt, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und denkt auch dran, dass ihr das Ganze jederzeit kündigen könnt. Ich schreibe euch dazu nochmal alles unten in die Infobox. Und dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann. Tschüss.